Hände waschen mit Seife kann die Keimverbreitung stoppen, doch häufig schwimmt das Seifenstück in etwas Wasser, was selbst ein guter Nährboden für Keime ist, warnt der Berufsverband der Kinderärzte. Sie empfehlen deshalb warmes Wasser und Flüssigseife. Von Hygienegels raten die Kinderärzte ab. Sie entfernen den Schmutz nicht richtig und sind nicht gut, wenn die Kinder gerne ihre Finger in den Mund nehmen. Wichtig ist, dass das Kind beim Waschen die Bereiche zwischen den Fingern, unter den Fingernägeln und am Handgelenk nicht vergisst. Abgetrocknet wird idealerweise mit einem Einmalhandtuch oder das Handtuch wird oft gewechselt und heiß gewaschen.